Willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns von Lego Overwatch den Omnic Bastion an. Mit der Artikelnummer 758. Ach ja, genau. 75987 natürlich. Es ist ab 10 plus. Ja, das Spiel ist ab 16, das Set ist ab 10. Ist ja normal. Kennen wir auch Overwatch. Ich habe auch ein paar schöne Overwatch Sets hingestellt. So die beim besten aus der Reihe, würde ich sagen. Denn wir gucken uns hier auch eine wirkliche Special an der Reihe. Denn, man sieht es ja schon auf diesem Sticker. Sticker. In diesem Set ist ein Sticker. Drei Sticker. Nur mal kurz so vorher, das sind drei Sticker an diesem Set. Ist ein Blizzard Exclusive, war im Verkauf bei Blizzard, hat da meine ich 15 oder 20 Euro gekostet. War dann teuer nach hier zu verschiffen und so, war sag es war 25 Euro, 30 Euro bis du es hier hattest. Ja, sagen wir mal, das für 20 Euro hier. Ich glaube, da war kein Versand auf Blizzard, weil es ein deutscher Verkauf, Europa-Verkauf vorher auch. Dann hast du es hier für den Preis, war aber relativ schnell ausverkauft und dann war eBay bei 40 Euro. So in der Gegend. Oder 30 bis 40 Euro. Dann haben sie es auf der Gamescom jetzt wieder verkauft. Also jetzt im August war die Gamescom. Da habe ich es mir geholt und habe gedacht, so zum Jahresende kann man auch mal so ein kleines. Zum Jahresanfang. Entschuldigung. Jahresende war ein anderes Special. Zum Jahresanfang als kleines Special-Set können wir da mal reingucken. Ich wollte schon aufbauen die ganze Zeit. Nur ist halt schon sick. Das Ding kostet auf der Gamescom 15 Euro. Davon hatten die unendlich viele plötzlich wieder. War vorher ausverkauft bei Blizzard. Vielleicht haben sie es in der Wahrheitsschule verkauft. Und jetzt liegt es bei eBay Kleinanzeigen bei 30 Euro. Drunter kriegt man es kaum noch. Abends kriegt man es günstiger, aber es ist so 30 Euro. Also theoretisch sollen wir davon ein paar kaufen. Ich habe aber eingekauft, weil. Not so helle. How you make money? I don't know. Also war eine gute Geldanlage gewesen, aber ich lasse mir jetzt nicht stehen und verkaufe es irgendwann. Nein, ich baue es natürlich auf. Denn hier steht auch ein richtig geiles Set nebenan. Der normale Bestchen. Ich habe ihn in den Turbo-Mode gemacht, damit man ihn ins Bild kriegt. Ja, ich würde sagen, hier mit den 182 Teilen dauert jetzt nicht so lange. Aber schauen wir uns erstmal die Packung an. Von hinten nochmal so ein schönes neues Design. Alternative Packung mit dieser Exclusive. Ich finde sogar, die ist cooler als die. Also ich finde, die hat eindeutig mehr was Overwatch-mäßiges. Ja, Seite Overwatch und was produziert. Auf der anderen Seite nochmal, dass es Blizzard Exclusive ist. Ja, und oben auch noch. Nochmal zur Overwatch. Ich glaube, sie wird leider eingestampft nach dem Wrecking Ball der Ende des Jahres oder Mitte des letzten Jahres und der Roadhog rauskam. Ich glaube, es wird eingestampft. Ich mag die Reihe. Würde mir auch noch die beiden Sets auch noch holen. Dann hätte ich alle bis auf Gibraltar. Aber das ist mir zu toll. Davon muss ich wahrscheinlich noch immer die Minifiguren holen. Aber um die Reihe weiter zu vorstellen, muss ich dieses Set ja auch aufbauen. Machen wir es mal auf hier. Mein Overwatch-Display, das eigentlich ein sehr kleines ist, quillt jetzt schon über, falls ich heute noch hinpassen will. So, ein paar Teilchen, noch mehr Teilchen und Sticker. Wichtig beim exklusiven Sonderset. Müssen immer Sticker dabei sein, vor allem so, ein paar Tücher, ein paar Teilchen. Hätt ihr wenigstens den Ständer mit Blizzard Exclusive drucken können. Alter, was ist das für ein Schinken? Wie viel Bausteps habe ich hier? 93! Ja, ich glaube, es sind 90 bei dir angekommen. Auf 57 Seiten. What the fuck, als ob das so dick ist. Also hier. 93 Bausteps. Ich darf nicht damit auf meine Freunde schießen. Schade. Und das weiß man ja als erwachsener Mensch nicht, wenn man Overwatch spielt. Als jugendlicher erwachsener Mensch. Das weiß man ja nicht. Naja. Ich würde sagen, ich baue es mal auf und melde mich dann wieder. Ich denke, mein Bau wird hier nichts Besonderes passieren. Sticker. Naja. Ich bringe auf jeden Fall den Blizzard Exclusive Aufkleber auf, weil der ist wichtig fürs Set. Nicht, aber gut. Ich würde sagen, ich werde mich mal bauen. Ja, und da habe ich es aufgebaut. Wir haben hier immer noch diese paar Setzteilchen. Ja, unwichtig. Die Anleitung war, ja, war schon einfach. Ein bisschen zu einfach, würde ich sagen, aber. Aber so, okay. Das Ding ist manchmal ein bisschen frickelig zu bauen. Das merkt man nicht mehr an. Sieht man nicht an. Und wenn man die ganzen Teile dran setzt, die ist ja hier gelenkt. Gelenk sind ja, also hier über diese Witches, ich weiß nicht. Ist ja alles bewegen. Ist ja nichts, was fest ist, außer die Beine. Also die Beine sind fest. Ist ja ähnlich wie beim Großen. Nur nochmal kleiner und dadurch ein bisschen noch weicher eingestellt, weil der ist ja an sich ziemlich robust. Und merkst, man muss knicken. Bei ihm genauso. Also ja, bei ihm muss ja auch alles knicken, außer ja. Die Füße bewegen sich leicht, aber es sind auch diese dicken Kugellenker, da wirklich auch nicht viel.
Die Finger bewegen sich am meisten, aber hier ist ja alles ziemlich weich eigentlich. Man kann ihn ganz leicht hoch und runter bewegen. Hier ist ja, der ist ja auch leicht, schön leicht drehbar. Jetzt habe ich das Blockierchen irgendwo immer. Aber ich habe ihn mir jetzt so zusammengebracht, dass ich ihn so leicht hier vorne drehen kann und hinstellen kann. Und ich muss sagen, scheiß Wunder. Also ich hätte gedacht, er sieht schlechter aus. Ich finde ihn gut. Ich stelle jetzt ein bisschen die Teile hier vorne. Ihr seht ja, was es ist. Das sind solche. Heißt nicht. Ich weiß es nicht. Wo man auch Sachen montieren zum Klicken. Man sieht es ja hier ein bisschen genauer. War auch nicht auf der Kamera. Was machst du, Kamera? Kannst du mal irgendwo im Fokus setzen? Danke. Man sieht es ja hier. Ungefähr. Wir haben es eigentlich bei ihm gelöst. Mal nachgucken. Schön. Da merkt man gar nicht, wo sie es verkackt haben. Weil sie es da mit viel mehr Teilen bauen konnten, natürlich. Kannst du mal einen Fokus setzen, Kamera? Danke. Es wird Zeit, dass neues Equipment hier reinkommt. Also, im Moment ist bestimmt neues Equipment da und wenn da nicht schon aufgenommene Videos kommen. Aber, kommen wir noch zum Set. Ich drehe es euch mal ein bisschen. Ich finde schön gebaut hier das. Ist aber ein bisschen frickelig daran. Ich verstehe nicht ganz genau, warum da so ein schwarzes Schild von diesem First Order Battle Pack, da war die weiß drin bei den Schocktruppen. Also das Schocktruppen, ich weiß nicht. Was das da soll, ein Dunkelrot, aber okay, ist da drin. Stört jetzt nicht. Ja. Teilmäßig zum Ausschlachten? Nein. Nein. Also, wenn man die orangen Teile mag, ist vielleicht das, das wie Cape wirkt das nicht auf der Kamera, dann kann man die Teile vielleicht brauchen, aber wenn man bedenkt, dass das Ding für die Preise kriegt, lohnt sich das nicht auszuschlachten. Das lohnt sich nicht auszuschlachten. Man kann es natürlich machen, aber da ist das Set nicht gedacht. Also, nee, gut, denkt daran nicht, aber es macht auch nicht mal Sinn, das wirklich auszuschlachten. Ja, ich finde auch, den Vogel ist wieder gelungen. Wir können mal kurz einen Vergleich machen mit dem Vogel aus dem großen Set, weil natürlich ein paar mehr. Ich muss ihn noch ganz abrupfen. Nicht nur teilweise. Okay, ist jetzt irrelevant, was dran ist, nicht bei den Füßen. Komm. Ab. Sehr anderer Skin. Beiden, also sind die Vögel auch unterschiedlich. Sagen, ich finde den knuffiger. Da hätte ich knuffiger sehen, wenn der auch gut gelungen ist. Der kleine ist auch knuffig. Guck dir mal an, der ist ausgebaut aus 2, 3, aus 4, 6, 9 Teilen ist der gebaut. Das muss ich mal überlegen. Kriegst du einen knuffigen Vogel raus. Sowas mag ich bei Lego. Kennt ja eigentlich nichts, dass es ein Vogel ist. Also man hat nicht viel vom Vogel, aber weiß, dass einer sein soll und schon erkennt man sich. Das mag ich an Lego. Aus den wenigen Teilen bauen. So. Ein bisschen stört mich, dass man hier reingucken kann, aber dann stellt man den irgendwie schön hin und dann, ach, dann merkt man es alles nicht mehr. So schön ist, wenn man so Overwatch-Fan ist, aber nicht so viel Lego mag. Also Lego mag, aber irgendwie nicht so Fable dafür hat und was man will. Und sich nicht direkt diesen Dicken hier holen will. Was natürlich ein essentielles Set ist. Ein essentielles Set. Vielleicht die Suche für einen Schreibtisch geeignet. Dafür ist ein bisschen groß. Nimmt sich ihn, stellt sich auf den Schreibtisch und hat Spaß. Wenn man so drauf guckt. Also. Schön. Ja, also von mir keine Kaufempfehlung mehr. Dafür ist das Ding zu teuer mittlerweile. Wenn ich den bekommen habe, damals Kaufempfehlung. Heute nicht mehr Kaufempfehlung. Außer wenn ich den so geil denke, so ich muss meine Oberweichereihe jetzt doch noch vollenden, bevor sie vom Markt geht und ich nie mehr vollenden kann. Ja, da probiere ich gerade auch, ob ich mir doch nicht Watchpoint Gibraltar holen soll. Damit ich alle voll habe und dann noch die anderen beiden jetzt auch dann nahezu kommen. Dann holt ihn euch. Auf jeden Fall bautechnisch macht das Spaß. Es sind kleine Teile, muss man ein bisschen klarkommen. Aber ein schöner kleiner Bau. Man muss natürlich, man muss eine Leitung nicht nachdenken. Das ist Entspannungsarbeit pur. Das Nervigste ist, also das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn man ihn draufsetzt, dass man vorsichtig mit ihm umgeht, wenn man ihn aufstellt. Weil dann wackelt er irgendwo, dreht man an eine Stelle, kippt er woanders um. Aber ja. Ich würde sagen, schönes Set. Preislich damals noch so gerade okay. Ob man da jetzt 15 Euro für bezahlen will, ist die Frage. Wer hat davon nicht? Als Lizenzware und Lego-Ware ist es wert. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ist ein Like da. Wenn ihr wollt, ein Abo und schreibt mal eure Meinung dazu rein. Zum Set und zur gesamten Overwatch-Reihe und deren Zukunft. Haut's in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.